Es werden immer mehr. Die Zahl der mutmaßlichen UFO-Sichtungen in den USA ist auf 510 gestiegen. Diese Zahl nicht identifizierter Flugobjekte, viele davon in militärisch sensiblem Luftraum, hat jetzt das US-Verteidigungsministerium in einem neuen Report an den Kongress veröffentlicht. Für zahlreiche Beobachtungen hat das US-Militär keine Erklärung. Peter Hanches. Immer wieder gibt es solche Aufnahmen von unerklärlichen Himmelsphänomenen wie hier von 2019, häufig aufgenommen von Piloten der US-Luftwaffe oder Marineschiffen. Viele würden ungewöhnliche Flugeigenschaften aufweisen, heißt es im nun veröffentlichten US-Bericht. Dort wird inzwischen statt von unbekannten Flugobjekten, also UFOs, von nicht identifizierten Luftphänomenen, englisch Unidentified Aerial Phenomena, kurz UAPs, gesprochen. Einer der interessantesten Punkte in diesem Bericht ist, dass obwohl UAPs eine potenzielle Gefahr darstellen, es nach bisherigen Erkenntnissen noch keine Kollisionen mit Flugzeugen oder anderen Objekten gab. In dem vertraulichen Bericht heißt es weiter, dass zwischen 2004 und 2020 144 UAP-Sichtungen registriert wurden. Aber 2021/22 dann die Zahl plötzlich auf 366 hochgeschnellt ist. Bei genauerer Untersuchung wurden am Ende 26 als Drohnen, 163 als Ballons und 6 als herumfliegende Plastiktüten identifiziert. Für 171 gibt es keine Erklärung. Dabei sind UFO-Sichtungen kein alleiniges US-Phänomen. Kurz vor Weihnachten wurde dieses Objekt über den Philippinen gesichtet. Anfang dieses Jahres angeblich ein UFO über Sachsen. Die Deutsche Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens hat allein im deutschsprachigen Raum in den letzten 50 Jahren mehr als 5000 UFO-Sichtungen registriert. Wir konnten bisher etwa 90% dieser ganzen Fälle einer herkömmlichen Erklärung zuführen. Ein paar Prozent bleiben übrig, das sind dann Fälle mit ungenügenden Daten, aber auch wir haben einen geringen Rest ungeklärter Fälle. Auch wenn viele Himmelsbeobachtungen nicht erklärbar sind, Hinweise auf einen Besuch von Außerirdischen gibt es weder bei uns noch in den USA.